Meine lieben Damen, lieber Herr Elsässer, meine werten Herren. Herr Elsässer, vielen Dank für die Einladung. Ehe ich meinen Vortrag beginne, muss eine kleine Erklärung und Entschuldigung loswerden. Meine Stimme klingt sehr belegt und manchmal muss ich nach Luft schnappen. Das liegt nicht daran, dass ich gestern Abend gefeiert hätte, sondern daran, dass man mir irgendwann die halbe Stimme wegoperiert hat. Ich muss mir also beim Sprechen viel Mühe geben. Und wenn ich irgendwo nicht zu verstehen bin, dann bitte um Handzeichen. Herr Elsässer, Sie haben mich gebeten, einen Vortrag über das Thema deutsches falsches Geschichtsbild zu halten. Untertitel: Ein Grund für die nationale Selbstverachtung der Deutschen. 2012 erschien in der Zeitschrift Psychologie heute der Artikel eines Erziehungspsychologen mit dem Titel Die Nation, die sich nicht mag. Er beklagte darin den Identitätsknick bei deutschen Schülern, den sie durch die ständige Wiederholung der deutschen Schuld ab dem 9. Schuljahr verpasst bekommen. Geschrieben 2012, aber das Thema ist auch heute hochaktuell. Wir stehen in Deutschland mitten in einer Situation, in der fast alle deutschen Parteien entweder europäisch ausgerichtet sind, wie die CDU, oder multikulturell und in der Führungsschicht weitgehend antideutsch, wie die Grünen, oder orientierungslos, wie im Moment die SPD, oder internationalistisch, wie die Linke, oder egozentriert, wie die FDP und die CSU. Es fehlte bislang eine größere deutsche Partei mit klarer deutscher Identität und Priorität. Dabei sind wir doch in der Realität ein Staat und Volk, in dem man mit Berechtigung ein stolzer Magdeburger und Sachsen-Anhaltiner und Deutscher und Europäer sein könnte und müsste. Warum ist bei uns das bewusste Deutschsein so ausgeklammert, so verpönt, zumindest ängstlich vermieden? Haben Sie in den letzten Jahren mal einen CDU- oder SPD-Abgeordneten im Fernsehen oder auf einer Versammlung gehört, der von Deutschland und dem deutschen Volk gesprochen hätte? Das sind die Menschen in unserem Lande und das ist unser Land. Das Wort Deutschland wird von der politischen, in Anführungsstriche, Elite inzwischen vermieden, wie der Teufel das Wort. Wie der Teufel das Wort Weihwasser vermeidet. Warum wird ein Politiker hier in Magdeburg öffentlich gemobbt, der eine Forderung ausspricht, die in anderen Völkern selbstverständlich wäre? Deutschland den Deutschen. In England, Polen oder Holland wäre eine solche nationale Selbstverleugnung undenkbar. Der deutsche Zustand hat ein paar Gründe und viele negative Folgen. Auf letztere will ich am Ende meines Vortrags eingehen. Die Gründe aber seien am Anfang aufgezählt. Es sind dies die vermeintliche Alleinschuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen im Krieg, die Verbrechen an Minderheiten in Deutschland in jener Zeit, die bis in die Eliten durchgedrungene Umerziehung der Deutschen in Westdeutschland durch Engländer und Amerikaner und hier in Mitteldeutschland durch die Russen und die Umwertung der traditionellen deutschen Wertvorstellungen durch die Racheengel der Frankfurter Schule seit ihrer Rückkehr aus den USA 1950. Wenn Sie noch öfter klatschen, kann ich meine Zeit nicht einhalten. Zu jedem dieser vier Gründe wäre jetzt ein Kommentar nötig. Einer der vier genannten Gründe ist das falsche Geschichtsbild, das sich in Deutschland über die Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg breit gemacht hat. Wer will sich schon mit einem solchen Volk identifizieren, das eine so epochale Schuld sein Erbe nennt? Auf dieses falsche Geschichtsbild will ich jetzt eingehen.
Das kollektive Selbstverständnis eines Volkes nährt sich zu einem großen Teil aus seinen Erinnerungen, also aus dem Bild, das es sich von seiner Vergangenheit macht. Ob dieses Bild ganz der gewesenen Vergangenheit entspricht, ist das die Frage, der ich jetzt nachgehen will. Unsere dokumentierte Geschichte können wir bei den Karolingern oder den Ottonen beginnen lassen. Sie umfasst immer einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren. Ich beobachte, dass diese 1000 Jahre vor 1933, der Machtübernahme Hitlers, sowohl im Schulgeschichtsunterricht als auch in den Mediendarstellungen der letzten 70 Jahre vor den nur 12 Jahren des Dritten Reichs verblasst sind. Auch die Zeit nach 1945, dem Ende des Dritten Reichs, ist heute kaum noch so präsent wie die furchtbare Geschichte von 1933 bis 1945. Damit verblassen Zeiten mit großen deutschen Kultur- und Zivilisationsleistungen. Damit verschwinden die Erinnerungen an großartige deutschsprachige Philosophen und Theologen, Herrscherinnen und Künstlerinnen, Dichter und Komponisten und an wegweisende Politiker, Sozialreformer, Erfinder und Industriepioniere. Mit den Erinnerungen an sie verlöschen nicht nur die Vorbilder für junge Deutsche und junge Zuwanderer, sondern auch die Kristallisationskerne, an denen sie eine positive deutsche Selbstwahrnehmung entwickeln könnte. Damit ist auch jeder Grund verloschen, mit Stolz und Freude an die Gemeinschaft zu denken, der wir angehören, dem deutschen Volk. Was inzwischen dominierend und fast alles andere in den Hintergrund verdrängend bleibt, ist die Zeit des Dritten Reichs und Adolf Hitlers. Damit wird die kollektive deutsche Erinnerung von den Schattenseiten einer Diktatur, der Schuld am Krieg und im Krieg und den Verbrechen an Minderheiten in jener Zeit beherrscht. Damit dominieren diese schlechten Erinnerungen unser kollektives Gedächtnis und unsere Selbstwahrnehmung bis hin zu einem deutschen Minderwertigkeitsgefühl. Lassen Sie mich nun eines der Kapitel vornehmen, das mit zu dieser schlechten Selbstwahrnehmung führt, die Erinnerung an die deutsche Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg. Ich bin auf das Thema gestoßen, als ich noch während meiner aktiven Dienstzeit ausländische Literatur nach Rüstungsvorgängen der Vorkriegszeit zu untersuchen hatte. Dabei fand ich zu meiner großen Verwunderung, dass eine Reihe von englischen, amerikanischen, tschechischen und französischen Historikern ihren Regierungen der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts vorwarfen, sie hätten den Weltkrieg leicht verhindern können, wenn sie nur gewollt hätten. Und manche dieser Historiker gingen sogar so weit zu behaupten, dass ihre Regierungen den Krieg mit verursacht hätten. Und zwar nicht mit Appeasement-Politik, also nicht mit Nachgeben, sondern mit einer ausgewogenen Friedenspolitik. Diesen Behauptungen bin ich nach meiner Pensionierung in Archiven nachgegangen, fand sie bestätigt und beschloss, ein Buch darüber zu schreiben. So entstand das Buch 1939, Der Krieg, der viele Väter hatte. Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich geglaubt habe, was ich in den Archiven fand. Manchmal habe ich mir dort beim Lesen gedacht, ich sähe es im falschen Film. Vieles kannte ich aus meiner Schulzeit und aus der Nachkriegsliteratur ganz anders. Nach meinem ursprünglichen Kenntnisstand gab es nur einen Verursacher für den Zweiten Weltkrieg, nämlich Deutschland. Und die anderen späteren Kriegsteilnehmer haben lange Zeit versucht, den Krieg durch Nachgeben und Appeasement zu verhindern. Viele von Ihnen werden diese Ansicht vermutlich teilen. Die Schulgeschichtsbücher, Presseartikel, Kinofilme und Fernsehsendungen zu diesem Thema wiederholen diese Ansicht schließlich wie in einer Endlosschleife.
Aber ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass Sie in den genannten Medien noch nie etwas darüber gelesen, gesehen oder gehört haben, wie sich die späteren Kriegsgegner Deutschlands von 1919 bis 1939 gegenüber Österreich und Deutschland verhalten haben? Ich will einen Gedanken auf das Verändern oder Verschieben des allgemeinen Rechtsempfindens und der Rechtspositionen einschieben. Man kann Schuld auf sich laden, indem man Unrecht verursacht, auslöst oder tut. Indem man Unrecht verursacht, auslöst oder tut. Es ist bemerkenswert, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur betrachtet und beschrieben wird, wer den Krieg ausgelöst hat, nämlich Deutschland. Es wird so gut wie nie untersucht und beschrieben, wer ihn mit verursacht hat. Das Auslösen ist ein Teil der Schuld am Zweiten Weltkrieg. Das Verursachen ist der andere Teil der Schuld am Zweiten Weltkrieg. Sie werden zum Beispiel so gut wie nichts über das Verhalten der Polen, Franzosen und Tschechen gegenüber den Österreichern und Deutschen in den 20 Jahren vorher finden. Die heute übliche Geschichtsschreibung beginnt immer erst, wenn Deutschland anfängt zu reagieren und sich zu wehren. Die Ursachen des Zweiten Weltkriegs, die in den 20 Jahren vorher stattgefunden haben, werden an den Schulen und Universitäten nicht gelehrt. Sie sind damit aus dem kollektiven Gedächtnis der Welt gelöscht, selbst bei Geschichtslehrern und Geschichtsprofessoren. Somit bleibt nur die Teilschuld des Kriegsauslösens im Gedächtnis und die liegt bei uns. Weil die Teilschuld des Verursachens in Vergessenheit geraten ist, wird die Teilschuld, die wir tragen, zur Alleinschuld am Entstehen des Zweiten Weltkriegs. Übrigens das Gleiche passiert auch Japan mit der Kriegsschuld im Pazifik. Das Völkerrecht kennt seit dem Ende des Ersten Weltkriegs zwei manchmal sich widersprechende Prinzipien. Das ist die Unverletzlichkeit von Territorien und Grenzen und das ist zweitens das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs hatten England, die USA, Frankreich und Russland ohne Hemmungen Kriege um Landerwerb geführt. Nach der Verteilung der Kriegsbeute von 1919, als nur fast nichts mehr zu verteilen war, waren es dieselben Kolonialmächte England, USA und Frankreich, die auf einmal auf die Wahrung ihres Besitzstandes Wert legten und deshalb die Unverletzlichkeit von Territorien und Grenzen zum vorrangigen Prinzip erhoben. Das zweite im Ersten Weltkrieg zum Prinzip erhobene Völkerrecht war das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dieses Recht war von Beginn an ein Hebel, um den besiegten Deutschen, Österreichern, Ungarn und Türken ihre fremdsprachigen Bevölkerungs- und Landesteile abzunehmen. Dass hier die Zerstückelung der vier besiegten Staaten im Vordergrund stand, zeigt sich daran, dass den Besiegten weit mehr als nur ihre fremdsprachigen Bevölkerungs- und Landesteile abgenommen wurden. So entstand 20 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg ein Europa, in dem ohne Volksabstimmungen und gegen den erklärten Willen der betroffenen Bevölkerungen 7,8 Millionen deutschsprachige Deutsche und Österreicher fremden Staaten zugeschlagen wurden. Außerdem wurde den 7 Millionen deutschsprachigen Österreichern ihr vom Wiener verfassungsgebenden Nationalrat 1919 schon beschlossener Anschluss an das neue republikanische Reich, Deutsche Reich, untersagt. In den Schulgeschichtsbüchern steht nur noch die von Deutschland initiierte Volksabstimmung in Österreich 1938. Dass die Österreicher schon 1919 im Parlament ihren Anschluss an Deutschland beschlossen hatten, finden Sie in keinem Schulgeschichtsbuch. Damit war die Selbstbestimmungsrecht der Völker nach dem Ersten Weltkrieg für fast 15 Millionen Bürger deutscher Sprache außer Kraft gesetzt,
genauso wie für 14 Millionen Bürger anderer Nationen. Interessant sind einige weitsichtige Kommentare aus den Kreisen der Sieger zu dieser Abtrennung von Millionen Menschen von ihren Heimatländern. Der britische Premierminister Lloyd George zum Beispiel kommentierte den Versailler Vertrag schon 1919 schriftlich wie folgt: Ich kann kaum eine stärkere Ursache für einen künftigen Krieg erblicken. Oder der französische Marschall Foch, der kurz vorher noch Leiter der Waffenstillstandskommission in Compiègne war: Das ist kein Friede, sondern ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Oder wie vorhin im Vortrag schon erwähnt, der amerikanische Delegierte bei der Versailler Konferenz, der ehemalige stellvertretende Außenminister der USA, William Bullitt: Die ungerechten Beschlüsse der Versailler Konferenz über Tirol, Thrazien, Ungarn, Ostpreußen, Danzig und das Saargebiet machen neue internationale Konflikte sicher, nicht wahrscheinlich, machen sie sicher. Hier ist eine der Ursachen für den Zweiten Weltkrieg von den Verursachern selbst genannt. Die Verträge von Versailles und Saint-Germain waren nur nach ihren Etiketten Friedensverträge. Nach ihren Inhalten glichen sie eher versteckten Kriegserklärungen. Trotzdem, wenn die Gewinner des Ersten Weltkrieges die ihnen zugeschlagene Bevölkerungsanteile, das Bild ist ein bisschen zu früh. Trotzdem, wenn die Gewinner des Ersten Weltkriegs die ihnen zugeschlagene Bevölkerungsanteile als Gleichberechtigte in ihre Staaten integriert und befriedet hätten, wäre es wahrscheinlich nicht nach nur weiteren 20 Jahren zum nächsten Weltkrieg gekommen. Im Fehlverhalten der Gewinnervölker gegenüber ihren neuen Minderheiten lagen mehrere weitere Ursachen für den Zweiten Weltkrieg. Hier denke ich besonders an die Tschechen und die Polen. Ich beginne mit Frankreichs Beitrag zum Kriegsausbruch. Unsere deutschen Geschichtskenntnisse in Bezug auf Frankreich vor dem Zweiten Weltkrieg reichen meist nicht über die kurze Phase der Annäherung beider Staaten unter den Regierungschefs Briand und Stresemann hinaus. Die 20 Jahre zwischen beiden Kriegen hat Frankreich ansonsten alles andere getan, als eine Aussöhnung mit seinem Nachbarn Deutschland anzustreben. Mit dem sogenannten Friedensschluss von Versailles schloss Frankreich keinen echten Frieden mit seinem Nachbarn Deutschland und auch nicht mit Österreich. Es schaffte zusammen mit den anderen Siegerstaaten die Probleme, an denen sich ein nächster Krieg entzünden musste. Frankreich versuchte außerdem auf vier Wegen Deutschlands Souveränität und seine äußere Sicherheit zu untergraben. Als erstes lösten die Franzosen ihre Abrüstungspflichten aus dem Versailler Vertrag nicht ein. Alle 27 Unterzeichnerstaaten hatten unterschrieben, dass sie nach Ende der deutschen Abrüstung 1927 selbst abrüsten würden. Die Franzosen haben es nicht getan. Hinzu kam zweitens, dass die französische Regierung von 1927 bis 1933 die Genfer Abrüstungsverhandlungen beim Völkerbund mit Erfolg blockierten und so verhinderten, dass Deutschland wenigstens wieder verteidigungsfähig wurde. Zum Dritten nutzte Frankreich Deutschlands Schwäche zweimal aus und ließ seine Truppen trotz des geschlossenen Friedens in das Deutsche Reich marschieren. Und viertens errichtete Frankreich binnen weniger Jahre eine Mauer von antideutschen Militärverträgen rund ums Deutsche Reich. Es fügte damit eine Allianz zusammen, die Deutschland 1933, Beginn Drittes Reich, militärisch 12-fach an Heeresfriedensstärke überlegen war. Und wenn man die ausgerüsteten und ausgebildeten Großverbände mitzählt, 95-fach überlegen war, sodass sich Hitler und die Reichswehr beim Aufbau einer neuen Wehrmacht daran orientieren mussten.
auf viele dieser Schritte Frankreichs, also die ja nichts anderes als Verschärfung der Spannungen waren, also Eskalationen, hat Deutschland mit neuen Eskalationen geantwortet. Zum Beispiel mit der Besetzung der von deutschen Truppen entblößten Rheingrenze, mit der Aufrüstung einer neuen Wehrmacht und dem Austritt aus dem Völkerbund, wo sie ja die Scharade von 7 Jahren erfolglosen Abrüstungsverhandlungen abgespielt hatten. 1939 hat Frankreich dann massiv das Feuer für einen neuen Krieg geschürt. Im Januar 1939, also noch ehe Hitler die Resttschechei besetzen ließ und Frankreich damit einen Kriegsgrund lieferte, griff die französische Regierung von Paris aus in die damals laufenden deutsch-polnischen Verhandlungen um Danzig ein und torpedierte sie. Zu der Zeit galt immer noch Hitlers sehr moderater Kompromissvorschlag, wörtliches Zitat: Danzig kommt politisch zur deutschen Gemeinschaft und bleibt wirtschaftlich bei Polen. Dieses wirtschaftlich bezieht sich darauf, dass Danzig dem polnischen Zollgebiet zugeschlagen war. Am 26. Januar 1939, also noch vor der Tschechei-Besetzung, forderten der französische Premierminister Daladier und sein Außenminister Bonnet die Warschauer Regierung auf, den Forderungen gewisser Nachbarn, also Deutschlands, ein kategorisches Nein entgegenzusetzen. In Paris kannte man aber Hitler inzwischen so gut, dass man wusste, dass er die Danzig-Frage nicht ergebnislos im Sand verlaufen lassen würde. So hieß Daladiers Ratschlag des kategorischen Nein für Deutschlands Anliegen nichts anderes, als hier bewusst einen Krieg zu riskieren. Das lässt nicht nur den Verdacht zu, sondern sogar den Schluss, dass die französische Regierung schon im Januar 1939 versucht hat, Polen in einen Krieg gegen Deutschland zu locken. Und im Mai 1939, also 4 Monate vor Kriegsausbruch, versprach der französische Oberbefehlshaber General Gamelin dem polnischen Kriegsminister Kaspar Zicki, dass Frankreich, wenn nötig, gemeinsam mit Polen in einen Krieg gegen Deutschland ziehen würde. Der französische Premierminister Daladier wusste aber aus einem vorherigen Gespräch mit General Gamelin, dass Gamelin überhaupt nicht plante und auch nicht vorgesehen hatte, diese Zusage auch notfalls einzulösen. Daladier und General Gamelin ließen die Polen in dem falschen Glauben, dass sie mit Frankreich gemeinsam gegen Deutschland siegen könnten. Anders ist die Siegesgewissheit der Polen unmittelbar vor Kriegsausbruch auch nicht zu erklären. Premierminister Daladier war 1939 genauso risikobereit wie Hitler. Am 3. September 1939 erklärte Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg im vollen Bewusstsein, dass es den Polen nicht zur Hilfe eilen wollte. Ich komme zu Englands Beitrag zum Kriegsausbruch. Gleich mit dem Friedensschluss von 1919 leistete England seinen ersten verhängnisvollen Beitrag dazu, dass dem Frieden bald der nächste Krieg gefolgt ist. Die britische Regierung im Verein mit den anderen alliierten Siegermächten konstruierte eine neue Variante ihrer Balance of Power für Europa, die auf einem auf Dauer angelegten Streit zwischen Deutschland und Österreich und der Tschechoslowakei und Polen aufgebaut war. Besonders Danzig und der polnische Korridor mussten zu Konflikten führen. Neue Kriege waren damit abzusehen. Man hatte das in England, Frankreich und Amerika auch durchaus erkannt. Ich schiebe hier mal eine Karte ein. Rot umrandet sehen Sie den Freistaat Danzig. Blau umrandet die Landgewinne Polens seit Ende des Ersten Weltkriegs. Und das kleine blau umrandete Stück zwischen Danzig und Pommern, das die Verbindung
des neuen Polen mit der Ostsee herstellt, war der sogenannte polnische Korridor. Nun ein paar Zitate zur Erkenntnislage vor Hitlers Machtübernahme. Churchill zum Beispiel sagte am 24. November 1932, wenn die englische Regierung wirklich wünscht, etwas für die Förderung des Friedens zu tun, dann sollte sie die Führung übernehmen und die Frage Danzigs und des Korridors ihrerseits wieder aufrollen. Wenn diese Fragen nicht gelöst werden, kann keine Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden bestehen. Wir sehen die gleiche Einsicht zur selben Zeit auch bei den Regierungschefs der USA und Frankreichs. Der amerikanische Präsident Hoover, der auch vor Hitler an der Macht war, schrieb in seinen Memoiren, dass er sich mit dem französischen Ministerpräsidenten Laval, bei dessen Staatsbesuch in den USA, einig gewesen war, dass der polnische Korridor zwischen Ostpreußen und dem Reich auf die erforderliche Mindestbreite zurückgeschnitten werden sollte und dass Danzig zurück an Deutschland gegeben werden sollte, die zwei Regierungschefs der USA und Frankreichs. Aber England versäumte es, die in Versailles und Saint-Germain geschaffenen Störfaktoren selber aus der Welt zu schaffen. So ließen die Briten die Südtirol und die Memel-Frage schleifen, das Danzig- und das Korridorproblem bestehen und die Rüstungsfragen ungelöst. Sie tolerierten jahrelang die falsche Zuordnung der böhmisch-mährischen Randgebiete zur Tschechoslowakei, wir nennen diese Gebiete heute Sudetenlande. Sie ignorierten die Minderheitennöte in Polen, in Frankreich und in der Tschechoslowakei. Sie nahmen Österreichs Anschlusswillen nicht zur Kenntnis und sie tolerierten Frankreichs Anspruch, dass Deutschlands Grenze im Westen auf Dauer ungeschützt blieb. 20 Jahre lang war von Appeasement-Politik nichts zu spüren. In der Sudetenkrise bemühte sich England erstmals ernsthaft, ein Stück von den Versailler Schäden und den Schäden von Saint-Germain selber abzutragen. Hier war der englische Premierminister Chamberlain die treibende Kraft. Er war der Architekt der Angliederung der Sudetenlande an Deutschland 1938. Aber mit der Annexion der Resttschechei im März 1939, ein halbes Jahr später, war Hitler dann zu weit gegangen. Die Gründe und Anlässe, die er dazu hatte, waren zu nichtig für eine so schwerwiegende Eskalation der internationalen Lage. Chamberlain, verbittert über Hitlers absprachewidrige Annexion der Resttschechei, schwenkte auf die alte britische antideutsche Politik zurück und England nutzte die durch die Tschechei-Besetzung entstandene Lage, um Deutschland am Danziger-Problem ein Hindernis zu bauen, an dem es halten oder springen musste. Die englische Regierung bot der polnischen eine Garantie gegen Deutschland an, obwohl Deutschland Polen zu der Zeit noch nicht einmal bedrohte und obwohl Polen und Deutschland zu der Zeit noch verbündet waren. Zu der Zeit verhandelte die deutsche Reichsregierung mit der polnischen Staatsführung um die Rückkehr Danzigs und den Bau einer exterritorialen Verkehrsverbindung zwischen Ostpreußen und dem Reich quer durch ehemals deutsches und nun polnisches Gebiet. Die Reichsregierung bot dafür die Anerkennung der polnischen Gebietsgewinne seit 1918. Darum hatten alle polnischen Regierungen seither gebeten. Und die Erhaltung der polnischen Wirtschafts- und Hafenprivilegien in Danzig, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Polen hätte durchaus mit Deutschland handelseinig werden können und es gab ja auch schon erste Verhandlungsfortschritte. Aber mit der englischen Garantie vom März 1939 hatte London, Warschau jeden Grund genommen, positiv auf die deutschen Wünsche einzugehen. Polen hatte damit außerdem außenpolitisch die Front gewechselt vom deutschen Verbündeten zum englischen Verbündeten. Man kann es ruhig beim Namen nennen. England hat eine friedliche deutsch-polnische Verhandlungslösung um Danzig 1939 vorsätzlich verhindert, auch wenn Hitler mit der Tschechei-Besetzung einen Anlass geboten hatte.
Der letzte und ganz direkte Beitrag Englands zum Ausbruch des Krieges war das Doppelspiel, das die britische Regierung in der letzten Woche vor Beginn des Krieges mit der deutschen Reichsregierung trieb. Der britische Premierminister Chamberlain vermittelte Hitler den Eindruck, dass er Interesse an einem britisch-deutschen Bündnis hätte, was er in Wirklichkeit nicht hatte, und dass er den fairen Makler zwischen Polen und Deutschland spielen wollte. Aber zur gleichen Zeit ließ sein Außenminister Halifax seinen Botschafter Kenner in Warschau dem Sinn nach übermitteln, man verlange von den Polen nur Gespräche mit Deutschland, aber kein Entgegenkommen in der Sache. Die Engländer haben also nicht vermittelt, sondern sie haben nur so getan. Auch bei der Weitergabe von Verhandlungsort und Datum an die Polen kurz vor Kriegsausbruch ließen die Briten die Deutschen in den falschen Glauben. Sie hätten den Polen die deutschen Konditionen, nämlich Ort und Zeit, anempfohlen. So kam es ganz zum Schluss auch gar nicht mehr zu deutsch-polnischen Gesprächen. Die Briten spielten 5:05 so lange auf Zeit, bis Hitler handelte und den Krieg eröffnete. Die britische Regierung hat es dabei mit Geschick verstanden, die Rolle des Vermittlers vorzutäuschen und allseits Frieden anzumahnen. So konnte sie mit sauberer Weste in den Krieg eintreten. Das gleiche Spiel haben sie auch vor dem Ersten Weltkrieg mit uns gespielt. Der Fairness halber muss ich erwähnen, dass sich der englische Botschafter in Berlin, Henderson, redlich bemüht hat, zwischen Berlin und London zu vermitteln, was man ihm nach dem Krieg in England auch übel angekreidet hat. Am 3. September 1939 erklärte Großbritannien den Deutschen Reich den Krieg in vollem Bewusstsein, dass es den Polen trotz der gegebenen Garantie im Krieg gegen Deutschland nicht würde helfen können. Nun kommt noch was Interessantes zur Ehrlichkeit der Engländer. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass Hitler in der Nacht vor dieser angedrohten englischen Kriegserklärung versucht hat, den Briten vorzuschlagen, die Wehrmacht aus Polen zurückzuziehen, wenn Deutschland dafür Danzig und den Korridor zurückerhielte und England seine angedrohte Kriegserklärung fallen ließe. Die Briten haben diesen Versuch bis heute abgestritten, aber ihn 1955 durch ein offensichtliches Missgeschick im Foreign Office doch bestätigt. Polens Beitrag zum Kriegsausbruch. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Siegermächte dem Staat Polen mehrere ehemals deutsche Gebiete zugesprochen, die Provinz Westpreußen mit nur 35% polnischer, aber mehrheitlich deutscher Bevölkerung und die Provinz Posen und den östlichsten Teil von Oberschlesien mit polnischer Mehrheit. Die Stadt Danzig mit Umland und mit 97% deutscher Bevölkerung war ein sogenannter Freistaat unter der Oberhoheit des Völkerbunds geworden. Also eine kleine, halbsouveräne Republik, nicht aber ein Teil des Staates Polen. Dem Staat Polen waren allerdings im Versailler Vertrag besondere Zollrechte, Postbahn- und Wegerechte im Freistaat zugestanden. Und Danzig war dem polnischen Zollgebiet zugeschlagen worden. Und, habe ich schon erwähnt, Polen hatte die diplomatische Außenvertretung Danzigs übertragen bekommen. Polen aber wollte die übrigen Hoheitsrechte, die nun bei der Regierung des Freistaats lagen, auf sich übertragen bekommen und erkannte die Rechte des Freistaats Danzig deshalb nicht an. Polen beantragte beim Völkerbund, Protektoratsmacht über Danzig zu werden, die Oberhoheit über Danzig zu erhalten, Truppen in Danzig zu stationieren, dort ein eigenes Postnetz aufzubauen, die Pässe der Danzier gegen polnische Pässe auszutauschen. Es legte 24 polnische Behörden nach Danzig und verlegte Kriegsschiffe in den Danziger
Hafen. Schon vor Hitlers Machtübernahme 1933, als auch die Nationalsozialisten in Danzig noch nichts zu sagen hatten, musste der Völkerbund 106 Mal in die Streitfälle zwischen dem Staat Polen und dem Freistaat Danzig eingreifen. Also durchschnittlich alle 6 Wochen einmal. Der Völkerbund hat damals fast alle polnischen Ansprüche abgelehnt. Die Streitigkeiten zwischen Polen und der kleinen Republik Danzig gipfelten im Sommer 1939 in einer Auseinandersetzung um die Bewaffnung polnischer Zollbeamter auf Danziger Territorium. Der Danziger Senat, also die Regierung des Freistaats, wollte die Bewaffnung polnischer Beamter auf seinem Territorium nicht dulden und kündigte die Zusammenarbeit zwischen Danziger und Polens Zollbeamten auf. Die polnische Regierung drohte dem Freistaat Danzig daraufhin mit Zwangsmaßnahmen, was de facto eine Kriegseröffnung bedeutet hätte. Es war Hitler, der 3 Wochen vor seiner eigenen Kriegseröffnung den Danziger Senat gedrängt hat, im Streit mit Polen einzulenken. Er sagte, wörtliches Zitat, er könne keinen Streit mit Polen brauchen. Hitler wollte sich offensichtlich noch immer die Tür für eine Verhandlungslösung mit den Polen offenhalten. Und die englische und die französische Regierung haben die polnische zurückgepfiffen, weil sie nicht wollten, dass der Krieg von Polen ausgelöst wird. Wenn jemand das Danziger-Problem zum Sieden gebracht hat, dann war es der Staat Polen mit seiner Danzig-Politik bis 1939. Ich wende mich dem Korridorproblem zu, dieser kleine Landzipfel nach oben zur Ostsee. 1921 musste Deutschland Westpreußen, können Sie jetzt ausmachen? 1921 musste Deutschland Westpreußen an Polen abtreten und damit auch das Gebiet zwischen Ostpreußen und dem deutschen Hauptgebiet, den sogenannten polnischen Korridor zur Ostsee. Über Westpreußen liefen allerdings 8 ehemals deutsche Eisenbahnlinien nach Ostpreußen. Bravo. Auf dieser Prinzipskizze sehen Sie die 8 ehemaligen deutschen Eisenbahnlinien, die durch nun polnisches Gebiet laufen. 2 Drittel der Transporte über diese Strecken transportierten Kohle aus deutschen Gruben für die Energieversorgung Ostpreußens. Sie sehen die Verbindung nach Oberschlesien, da gab es Kohle, und nach Westen im Ruhrgebiet, da gab es Kohle. Die Transitgebühren für die Kohlefahrten durch dieses Gebiet waren in Zloty an Polen zu entrichten. Das war vertraglich so geregelt worden. In und nach der Weltwirtschaftskrise nahm Deutschland aber nicht mehr genug Zloty-Devisen ein, um die Gebühren regelmäßig vollständig in Zloty bezahlen zu können. Und Deutschland bezahlte die an Zloty fehlende Beträge nun in Reichsmark und wollte sie mit polnischen Schulden verrechnet wissen. Beides lehnte Polen ab. Polen schloss stattdessen zur Strafe für den Vertragsbruch, der es ja formal auch war, eine Eisenbahnverbindung nach der anderen. 1936 drohte die polnische Regierung bei weiterhin unvollständigen Zloty-Zahlungen auch die letzten Eisenbahnverbindungen zwischen dem Reichsgebiet und Ostpreußen zu schließen. Damit wäre Ostpreußen dem wirtschaftlichen Ruin preisgegeben gewesen, weil die einzige Energiequelle abgeschnitten gewesen wäre. Ähnliches hat die Sowjetunion ja 20 Jahre später mit der Berliner Blockade auch versucht. So entstand Hitlers zweites Ziel für die Verhandlungen und der zweite Grund für den späteren Angriff auf Polen, nämlich der Wunsch nach einer exterritorialen Eisenbahntrasse vom Reich nach Ostpreußen unter deutscher Hoheit und Regie und auf deutsche Kosten.
Den dritten Verhandlungs- oder Kriegsgrund kann ich in seinen Einzelheiten hier wohl überspringen. Ich glaube, es ist bekannt, wie Polen mit seinen 12 Millionen Angehörigen nationaler Minderheiten an Weißrussen, Ukrainern, Juden und Deutschen umgegangen ist. Hitler verlangte von Polen die Einhaltung der in Versailles verbrieften Minderheitenrechte für die deutsche Minderheit in Polen. Und diese Minderheitenrechte waren 1937 noch einmal durch einen bilateralen deutsch-polnischen Vertrag zugesichert worden, dann aber erneut vielfach und grob verletzt worden. Wenn Sie die Zahl gerade verfolgt haben, dann werden Sie feststellen, im neuen Staat Polen lebten mit 18 Millionen waschechten Polen, 60% der Bevölkerung Polen, und 12 Millionen Minderheiten, genau 40%. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die polnische Regierung der französischen 1933 dreimal angeboten hat, einen gemeinsamen Zweifrontenkrieg gegen Deutschland in der Mitte zu eröffnen. Die Franzosen haben damals abgelehnt. Auch hat die Wehrmacht 1939 kein überraschtes Polen überfallen. Das polnische Heer war mit allerersten Teilen seit März 1939 aufmarschiert, die Wehrmacht erst seit Juni 1939. Wenn ich es in Eskalationsschritten ausdrücken sollte, klingt das so. Ende März 1939 boten England und Frankreich dem bis dahin mit Deutschland verbündeten Polen einen Beistandspakt gegen Deutschland an und Polen leitete seine allererste Mobilmachungsmaßnahme ein. Ende März, eine Woche später, am 3. April gab Hitler erstmals eine Weisung an die Wehrmachtsführung, einen Plan für einen Angriff gegen Polen zu erarbeiten. Ich glaube, mit dem Dauerstreit um Danzig, mit den nicht enden wollenden Versuchen, Danzig dem polnischen Staat einzuverleiben und den Drohungen, die Energieversorgung Ostpreußens abzuschneiden, hat Polen seinen großen Anteil an der Verantwortung für den Kriegsausbruch zu tragen. Der Beitrag der Sowjetunion zum Kriegsausbruch. Die Sowjetunion war am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs indirekt beteiligt. Sie schmiedete bis kurz vor Kriegsausbruch ein Bündnis mit England und Frankreich zum Krieg gegen Deutschland. Als man aber in Moskau merkte, dass sich Großbritannien kaum mit eigenen Truppen an einem solchen Krieg beteiligen wollte, schwenkten die Sowjets ganz plötzlich auf die deutsche Seite um. Es entstand auf Stalins Einladung hin der Hitler-Stalin-Pakt, der Hitler-Rückendeckung für seine Verhandlungen mit oder seinen Feldzug gegen Polen geben sollte. Mit beiden Verhandlungszügen, Sowjetunion, England, Frankreich gegen Deutschland und dann Sowjetunion, Deutschland gegen Polen, England, Frankreich, versuchte Stalin, einen Krieg der kapitalistischen Staaten untereinander zu entfachen. Moskaus besonderes Interesse bei beiden Zügen zu Beginn des Krieges war, sich im Schatten einer Schwächung Polens seine von Polen 1921 eroberten Gebiete in Weißrussland und in der Ukraine zurückzuholen. In dem angeblichen Ostpolen, wie das ja heute noch fälschlicherweise genannt wird, lebten bei der polnischen Eroberung 10% polnische Bevölkerung, und als die Russen sich das später zurückholten, nur 16%. Und trotzdem haben die Polen immer behauptet, das ist Polen. Und wir glauben das heute noch. So gehört auch die Sowjetunion mit zu den Brandstiftern des Zweiten Weltkriegs. Der Beitrag der USA zum Kriegsausbruch. Die Vereinigten Staaten haben nahezu unsichtbar zur Eskalation der Spannungen in Europa beigetragen, die zum Zweiten Weltkrieg führt. Dennoch haben sie im Zuge ihrer Wirtschafts- und Außenpolitik durch Versprechungen und politische Drohungen sehr früh schon und ganz wesentlich zur Verschärfung der Spannungen innerhalb Europas beigetragen. Man sollte den Beitrag der USA zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs deshalb nicht unterschätzen. Als im Ersten Weltkrieg die Niederlage des als im Ersten Weltkrieg die Niederlage des russischen
entschuldigen Sie die Tonstörung. Als im Ersten Weltkrieg die Niederlage des russischen Zarenreichs drohte und damit ein Sieg der Deutschen nicht mehr unwahrscheinlich war, griffen die USA in den Europäischen Krieg auf Seiten Englands und Frankreichs ein. Sie wollten bei einer möglichen Niederlage Englands und Frankreichs ihre enormen Kriegskredite an beide Staaten nicht verlieren. Den USA drohte bei einem deutsch-habsburgischen Sieg ein immenser finanzieller Verlust. 1917 waren England und Frankreich und Deutschland und Österreich abgekämpft und reif für einen Ausgleichsfrieden auf gleicher Augenhöhe. Der kam mit dem Kriegseintritt der USA nun nicht mehr zustande. Was folgte, war die deutsch-habsburgische Niederlage, die Desaster von Versailles und Saint-Germain, die Trennung von fast 30 Millionen Bürgern in Europa von ihren Heimatstaaten, die politische Destabilisierung Deutschlands, die wirtschaftliche Amputation Österreichs, das Dritte Reich, Adolf Hitler und der Zweite Weltkrieg. Der Erste, der auf diesen Zusammenhang übrigens hingewiesen hat, war Herr Churchill. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs versprach der amerikanische Präsident Wilson mit seinem 14-Punkte-Angebot, jetzt komme ich so ein bisschen auf Ihren Vortrag, mit seinem 14-Punkte-Angebot den Deutschen und den Habsburgern einen Ausgleichsfrieden. Vor dem Waffenstillstand wurden die 14 Wilson-Punkte außerdem durch 5 Notenwechsel, also 5-mal hin und her, das heißt 10 Wege, zwischen Deutschland und den USA gegenseitig als verbindlich erklärt. Sie hatten damit den Charakter eines Vorvertrags. Dann aber hielten sich die Siegermächte nicht an Wilsons Friedensangebot. Die USA duldeten in Versailles und Saint-Germain die Regelungen, die den Deutschen und Österreichern ohne Verhandlungen aufgezwungen wurden und die 20 Jahre später zum Zweiten Weltkrieg führten. All das hätte es ohne die völkerrechtlich nicht gerechtfertigte Einmischung der USA in den Krieg in Europa nicht gegeben. Was, das ist jetzt ein Einschub, in den deutschen Schulgeschichtsbüchern auch unterschlagen wird, ist die Monroe-Doktrin, die angeblich den Europäern verboten hat, sich in Nord- und Südamerika in die inneramerikanischen Affären einzuschalten. Die Monroe-Doktrin hatte zwei Teile. Der zweite Teil wird in den deutschen Geschichtsbüchern unterschlagen. Die USA haben damit zugesagt, für alle Zeit sich nicht in europäische Kriege einzumischen. Und das haben sie hier zum ersten Mal gebrochen. So, zurück zu meinem Thema. Alle Entscheidungen, die zu den Eskalationen der nächsten 20 Jahre führten, gehen also mit auf das Konto der USA. Und ab 1933 versuchten die USA dann auch noch jede Linderung der Versailler Bestimmungen zu blockieren. Präsident Roosevelt bestand immer wieder auf dem Status quo für das besiegte Deutschland. Die Amerikaner verbreiten bis heute, dass sie sich erst spät und entgegen ihrer eigenen Friedenssehnsucht auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet hätten. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Ab 1933 schon rüstete die Seemacht USA ihre Kriegsmarine auf und 1934 wurde der erste Auftrag zur Erarbeitung von Kriegsplänen gegen Deutschland, Österreich und Ungarn gegeben, die 1935 und 1936 am Army War College in Washington als sogenannte Rainbow Plans erarbeitet wurden. Ist doch erstaunlich, 1934 denken die Amis schon dran, wieder einen Krieg gegen die alte Gegnerkoalition zu führen. Dem gingen aber zu der Zeit noch keine entsprechenden deutschen Eskalationen oder Schritte voraus. Und interessanterweise hat der amerikanische Botschafter in London, Joseph Kennedy, im Dezember 1945 rückblickend auf seine Zeit in London gesagt, weder die Franzosen noch die Briten hätten aus der deutsch-polnischen Frage einen Kriegsgrund gemacht, wenn nicht Washington dauernd gebohrt hätte.
Die USA waren also offensichtlich der Kriegstreiber im Hintergrund. Nun wäre zum Schluss der deutsche Beitrag zum Kriegsausbruch an der Reihe. Doch er ist so allgemein bekannt, dass ich ihn hier nicht komplett referieren muss und einige der deutschen Eskalationsschritte habe ich auch schon erwähnt. Hitlers große und entscheidende Eskalation der internationalen Lage in Europa war die Besetzung der Resttschechei im März 1939. Er hatte Gründe, die ich aber für nichtig halte. Ich halte diesen Schritt Adolf Hitlers außerdem für höchst überflüssig. Die Mehrheit der ehemals habsburgischen Sudetendeutschen gehörten bereits wieder zum Reichsgebiet. Die tschechische Außenpolitik richtete sich inzwischen nach deutschen Wünschen. Und die tschechische Industrie war weitgehend in den deutschen Wirtschaftsraum integriert. Hitler hat mit dieser Eskalation den Briten, Amerikanern, Franzosen und Polen die Bühne für ihren harten Kurs gegen Deutschland bereitet und letzten Endes deren harten Widerstand gegen die Wiedervereinigung Danzigs mit dem deutschen Staatsgebiet heraufbeschworen. Wenn ich diesen Teil meines Vortrags mit einer Empfehlung beenden sollte, möchte ich sagen, wenn es um die Schuld am Zweiten Weltkrieg geht, sollten alle Großmächte einmal selbstkritisch in den Spiegel schauen, auch wenn Hitler den Krieg dann zum Schluss ausgelöst hat. Ich komme zu meinen Schlussfolgerungen. Über das, was ich hier vorgetragen habe, schreiben inzwischen 10 deutschsprachige Historiker, ohne dass sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Stattdessen erheben noch immer Politiker, Historiker, Pädagogen, Kirchen- und Presseleute die angebliche deutsche Alleinschuld am Zweiten Weltkrieg in den Kern der deutschen Erinnerungen und traumatisieren damit in verantwortungsloser Weise ununterbrochen die Jugend in Deutschland. Weil Ihnen der Satz so gefallen hat, wiederhole ich ihn noch einmal. Und traumatisieren damit in verantwortungsloser Weise ununterbrochen die Jugend in Deutschland. Was sind die Folgen? Erstens, alle deutschen Regierungen der Nachkriegszeit empfinden eine Schuld dem Ausland gegenüber und verhalten sich dementsprechend in vielerlei Hinsicht anderen Staaten gegenüber gefügig, manchmal sogar erpressbar. Zweitens, die deutsche Bevölkerung empfindet keinen Stolz auf sich selbst. Sie versucht, ihrer deutschen Identität dadurch zu entfliehen, dass sie übertrieben europäisch oder betont hessisch, rheinisch oder sonst wie bundesländisch sein will, nur nicht deutsch. Wir wirken deshalb auf selbstbewusste Polen oder Engländer komisch bis verlogen, auf alle Fälle aber würdelos. Die Zitate habe ich aus dem Englischen, komisch, verlogen, würdelos. Drittens, im Mangel des Selbstwertgefühls ist uns das Bewusstsein abhanden gekommen, dass ein Volk, genauso wie ein psychisch gesunder Mensch, sich am Leben erhalten muss. So ist das Bewusstsein dafür verloren gegangen, dass Kinderreichtum das Überleben sichert und ein Segen ist. Stattdessen lügen sich Regierungen und Medien um das Aussterben unseres Volkes mit der Verharmlosung vom demografischen Wandel herum. Und versuchen, das Schwinden der Deutschen durch Fremde zu kompensieren, statt junge Deutsche und ihre Kinder so wirkungsvoll und teuer zu fördern, wie derzeit die Einwanderer mit geschätzt 50 Milliarden Euro im Jahr. Viertens, das aus der negativen und teilweise unwahren Geschichtsschreibung resultierende Minderwertigkeitsgefühl der Deutschen führt zum Verlust der Attraktivität und Integrationsfähigkeit für Zuwanderer. Welcher Zuwanderer will schon mental zu einem durch und durch schuldigen Volk gehören?
Ihr Stolz, zum Beispiel Türke, Pole oder Italiener zu sein, wirkt stärker als Ihr Volk, Ihr Wunsch, zu den Deutschen zu gehören. Wir sind nicht als aufnehmendes Volk attraktiv, sondern nur als Sozialsystem, Arbeitsplatz und sicheres Umfeld. Da denken die Einwohner Amerikas anders, die Einwanderer Amerikas anders, obwohl auch die USA bis zur Halskrause in einer Geschichte von Kriegsverbrechen und verschuldeten Kriegen stecken. Nur, sie machen das nicht zu ihrem Alleinstellungsmerkmal wie wir. Lassen Sie mich mit einem Kommentar des Leiters der deutschen Delegation bei der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission schließen, damit Sie auch behalten, wer das ist. Der Leiter der deutschen Delegation bei der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. Der sagte bei einer Anhörung, wörtliches Zitat, ich möchte sehr hoffen, dass das, was wir hier vorlegen, nämlich die Schulbuchempfehlungen, nicht etwa als Wissenschaftsergebnis betrachtet wird. Das ist es nicht. Es ist ein politisch-pädagogisches Ergebnis des geringsten gemeinsamen Nenners. In der vorliegenden Form sind die deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen Ausdruck politischen Wollens, nicht aber wissenschaftlicher Erkenntnis. Ich danke Ihnen fürs geduldige Zuhören.